Und damit herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 13. Ihr seht schon, Heimspiel und RB Leipzig in dieser Formation ist seit zwei Spielen in der ersten Halbzeit ohne Tor. Und ja, das heißt für euch, trotzdem einschalten, denn jetzt ist ein guter Zeitpunkt, diese Serie zu brechen, auch wenn mit Paderborn wieder ein sehr starker Gegner angereist ist. Aber wir sind auch stark und das wollen wir heute zeigen. Hat er überhaupt noch hier diese Einstellung mit dem Mal 2? Nein, hat er nicht. Warum nicht? Damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Hazard kommt nicht durch. Nochmal Hazard. Palacios, Torschuss. Ah, wir müssen das rausnehmen. Ich denke da nie dran. Mann. So. Wollen wir mal hoffen, dass ich heute nicht ganz so oft in dieses Taktikmenü gehen muss wie beim letzten Mal. Terence Boyd auf Retzka, der verliert aber das Zweikampfduell gegen Rafa, Franjic, Löwe, Chris Löwe, aber das ist Flachodimus, der heute mal mitspielt, nicht so wie im letzten Spiel, also heute kann nur gut werden. Langer Ball. Paderborn hier mit neuem Trainer, Chris Löwe kommt nicht an den Ball, Gott sei Dank. Kein Foul von Goretzka, habe ich anders gesehen, aber ich sag nichts. Palacios, zweimal Fehlpass. Franjic, Wiemer. Lange Bälle, alle ungefährlich von Paderborn bisher. Hazard, Palacios wird da umgerissen. Wiemer, Flanke, nein, Seitenwechsel auf Chris Löwe, bisher der stärkste Paderborner und da ist das Tor. Elias Katschunga, sechstes Tor in dieser Saison. Boah, was war denn das für ein Ding? Unglaublich! Ah, den hat er toll genommen, klasse Vollstreck. Ja, setzt sich da durch gegen unsere Innenverteidiger und hat keine Probleme. Foul, hallo. Hazard. Kommt nicht durch. Hallo Palacios, geh doch mal zum Ball, Junge. Es gibt's doch nicht. Boah, warte, Jungs. Das kann ich mir ja nicht mit angucken. Ich muss diese Scheiße hier wegmachen. Das klappt ja überhaupt nicht. Die rennen dem hinterher und heben dadurch so ein dickes Abseits auf. Ist ja, ich dachte, er läuft vernünftig, aber nee. Goretzka, Terence Boyd, Palacios, Terence Boyd. Verliert hier im Zweikampf gegen Hünemeier den Ball. Katschunga. Ins Aus. Hazard. Langer Ball, Palacios, der verliert wieder den Ball. Hält ihn aber doch. Terence Boyd. Goretzka, knapp daneben. Schade. 33. Minute geht doch deutlich schneller. Das ist auch gut so, glaube ich. Der andere ist langwierig. Hazard auf Palacios. Der mit dem Fehlpass. Nicht der erste heute. Palacios, Goretzka. Fehlpass. Palacios, Fehlpass. Was auch sonst. Alter, was ist denn heute mit dem los? Da hat der das erste Mal getroffen und im nächsten Spiel bringt er nur Fehlpässe an den Start. Palacios mit dem Foul obendrauf. Also der ist definitiv zur Halbzeit in der Kabine. Das kann sich ja keiner mit angucken, auch wenn ich den Kerl sehr mag, aber heute geht das mal gar nicht. Meha Öztunali fängt ab und leistet sich auch einen Fehlpass. Terence Boyd ist auch nicht besser. Also, Mann. Eigentlich müsste ich die komplette Mannschaft auswechseln. Das ist doch. Ihr seht es ja selber. Langer Ball, ungefährlich, aber Flachodimus geht ewig nicht hin. Damit haben wir schon die Halbzeit ja recht ausgeglichen, die Partie eigentlich, aber das Tor macht den Unterschied. Gebt euer Bestes. Note 5,5. Kritisieren, Kirchhoff kritisieren. Motivieren.
Hier ein bisschen durchkneten. So, Palacios raus, Beuth dahin. 4,5, Kirchhoff raus, Klostermann rein. Und Bruno raus und Sané rein. Ja, Klostermann hier. Sané. Und Barrios. Und damit geht's weiter. Zweite Halbzeit kann nur besser werden. Leon Goretzka, Flügelwechsel auf Thorgan Hazard. Thorgan Hazard verliert aber den Ball gegen den starken Strödi. Wiener, langer Ball von Fabio abgefangen. Langer Ball zurück. Franschitz, langer Ball. Goretzka auf Beuth. Gute Grätsche von Bacalort. Also die stehen hinten felsenfest. Das, was wir lange Spiele gemacht haben, einfach zu Null spielen, ein Tor machen und gewinnen. Beuth auf Barrios. Boah, Kruse wieder überragend. Guter Schuss von Barrios. Nochmal Barrios. Wird das getackelt, aber Schiri sagt, es war alles fair. Franjic, Bacalorz, Meha. Wiemer, langer Ball, aber diesmal ist unsere Innenverteidigung da. Baba, Hazard, Barrios, schöner Ball und Beuth, nimm den doch an, Junge. Oh Gott, ey, ich kann nicht mit einer Niederlage aufhören. Jungs, wollte er sich hier ewig weitermachen oder was? Los jetzt, Randa, Günther, Öztunali, Ball wieder weg, Meha, Wiemer, Wemmer. Wiemer. Es hat die ganze Zeit Wiemer dabei, ist der Wemmer. Entschuldigung. Flachorimus hat den Ball. Schlägt ihn auf Hazard ab. Der kann den Ball annehmen. Verliert ihn dann aber an Strodi, der wirklich super spielt. Beuth braucht ewig, bis er sich dreht. Sané, Goretzka, Fehlpass. Fehlpass, Fehlpass, Fehlpass. Mann, Mann, Mann. Klostermann steht gut. Jetzt die höhnischen Auf Wiedersehen Gesänge der Heimmannschaft. Ne, der Auswärtsmannschaft. Die Heimmannschaft sind wir. Wie peinlich. Sané, Beuth, jetzt mal ein guter Angriff vielleicht. Goretzka zurück auf Beuth, aber der kommt nicht ran. Wir haben schon dreimal gewechselt und können nicht mehr. Vielleicht schrauben wir mal den Einsatz ein bisschen runter. Die sind doch alle recht platt. Vielleicht sollte man immer mit 75 anfangen und dann erhöhen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Dritter Wechsel bei Paderborn. Amedic kommt für Hünemeyer, der auch ganz solide gespielt hat. Neuer Innenverteidiger. Vielleicht ist das der Türöffner für uns. Vielleicht ist Amedic so ein bisschen schwächer. Franschitz, ungefährlicher Torschuss. Nee, war kein dritter Wechsel, was labert der da? Hätte ich aber auch. Rafa, nächster Verteidiger raus, Heinloth rein. Kachunga, der Torschütze, gut für den Klostermann, aber dann Öztunali mit dem Fehlpass. Hätte sich den Ball wiederholen können, macht's aber nicht. Wenn das schief geht, können wir Öztunali rausstreichen. Wieder Fehlpass Öztunali, aber Sané holt sich den Ball, Hazard stark, Barrios gut, Beuth ist vorbei, aber Kruse ist wieder da und hält den Ball. Zweite dicke Chance, die Kruse hier zunichte macht. Terence Beuth, wieder Ballverlust. Spielgeschwindigkeit lassen wir jetzt mal auf normal. Gelbe Karte für Paderborn. Wow, da reißt er den um. Da kann man aber über eine andere Farbe nachdenken. Jetzt letzter Wechsel bei Paderborn. Lukas Rupp kommt in die Partie für Alba Meha. Neuer rechter Mittelfeldspieler und Öztunali vertändelt hier den Ball. Hallo, der soll das mal zwei wegmachen. Bist du bescheuert? Tue ich nicht weg. Komisch.
Und da ist schon Abpfiff. Ja, ganz starke Aktion, Fußballmanager. Zweite Niederlage hintereinander. Ui, wir sind so ein bisschen in der Mini-Krise, würde ich sagen. Wir hatten uns so eine gute Ausgangsposition geschaffen und jetzt droht das leider alles abzureißen. Hier sind schon 7 Punkte auf Augsburg. Vielleicht habe ich einfach zu viele 3D-Spiele gespielt, ich weiß es nicht. Das kann eigentlich nicht sein. Die Jungs, die müssen einfach mal wieder an sich hier, ne? Im nächsten Spiel gegen Karlsruhe wird es auch nicht einfacher. Jetzt muss ich das Spiel auch noch mitmachen, weil ich mit einer Niederlage nicht aufhören kann. Das gibt's ja gar nicht. Scout kehrt zurück. Den Scout-Bericht muss ich mir angucken. Erstmal Autosave. So, Terence Boyd frustriert. Kirchhoff erreicht neue Erfahrungsstufe. Flachodimus verletzt. Super, neuer Torwart. Scout-Liste, Blickfeld. Da ist er, der Juliak. Stärke 57. Chlorreiche Zukunft, robuster Typ. Das Passspiel ist verbesserungswürdig. Die Kreativität lässt zu wünschen übrig. Er ist topfit, sehr unerfahren. Ja, das ist ja klar. So, KSC sollst du nicht beobachten. Du sollst die Jugend wieder beobachten. Ah, Mann. Jetzt kriselt's ein bisschen. So, zack. Neuer Sponsorvertrag für mich. 1860 hat Interesse an mir, ist mir auch egal. Ich habe hier immer noch genug zu tun. Die erreichen zu wenig Trainingsziele, die Boys. Das steht mal fest. Die müssen mehr Trainingsziele erreichen. Und Werder Bremen hat den teuersten Kader. Das ist nichts Neues. Und dass unsere Verletztenliste mir Angst macht, ist auch nichts Neues. Und uns gehen die Spieler aus, die in Form sind. Kirchhoff und Palacios kannst du quasi nicht einsetzen. Mann. Knifflige Aufgaben. Ich könnte denen ja sagen, die sollen an Form gewinnen, ne? Indem ich sage, im nächsten Spiel brauche ich dich in Topform. Aber das würde ich mir gern aufheben für das Saisonende. Von daher lasse ich das mal lieber. Wir gucken mal nach den Spieler. Und zwar nach alle Spieler. Und die sollten vereinslos sein. Buffel, Thomas Buffel und Valdez. 32. Und wenn ich das hier wegmache, haben wir Xavi noch, der vereinslos ist. Krass. Das wäre so einer. Aber das ist doch sehr unrealistisch. Da habt ihr recht. Auslandsangebot. Nur Christian Dresch und das ist ein Inlandsspieler. Angebot eines höherklassigen Spielers. Vereins. Ausstiegsklausel. Rio Gavin Ferdinand. Ausstiegsklausel greift nicht bei uns. Kakao greift nicht bei uns. Stranzel, sind alle zu alt. Und keine Ausstiegsklausel, die greift. Stier, oh, Dresch, Beister, der wird ja auch nicht greifen. Da wird sie nicht greifen. Jono Schmali, da greift sie auch nicht. Den haben wir ja schon mal probiert zu holen. Da greift sie nicht. David Kostas. Was haben die denn alle für Ausstiegsklauseln, dass die nicht greifen? Mann. Naja, kriegen wir immer noch keinen Spieler. Das ist ja okay. Erster, das heißt neuer Monat, neue Marktwerte. So, eigentlich müsste ich jetzt den Coltorti doch verkaufen können. Ah, es geht endlich. Ja, leck mich fett. 65.000 vielleicht. Hier kann ich schon mal eine 0 hinschreiben. Ah, weißt du was? Machen 50.000, weg ist weg. So. Coltorti. Verkaufen. Tschüss.
Endlich sind wir denen dann auch los. So, dann noch Spielergespräche. Du hast dich in der Saison sehr verbessert. Eisfeld auch, leider dann verletzt. Bruno, naja, eher so Stillschritt. Thielemanns, Gaudino, verbessert. Khedira, verbessert. Nee, nicht wirklich, aber egal. Bakkali hat sich verbessert, das kann man so sagen. Palacios, glaube nicht. Meine Einschätzungen sind bisher sehr gut. Achso, können keine weiteren Gespräche führen. Angebot an Koray Günther abgelehnt. Düsseldorf. Ist 1,3 wert und kam für 750.000. Haben wir ein Schnäppchen gemacht. Jugendspieler ist aber auch zu schlecht. Könnten höchstens mal gucken, dass wir 566.000 die noch in den Verein werfen. Hier nochmal 1 Million pushen. So, Infrastruktur läuft. Damit können wir nochmal ausbauen, wenn die hier fertig werden. Das ist wichtig, dass wir da vorwärts kommen, damit wir auch in Zukunft weiter gesichert hier arbeiten können. So, Tadai, kann der nicht auch von Flachonimus da vielleicht? Dann geht das vielleicht ein Stückchen schneller. So, den Rest machen wir dann im nächsten Spiel. Ich zeige euch nur gerade noch erstens das hier. Zweitens über die Flügel. Drittens das hier. Und ganz wichtig ist auch noch das hier. Distanzschüsse rausnehmen. Stürmer RB. Jupp. Okay. Stürmer RB. Okay. So, und Goretzka und Öztunali, die haben schon getauscht. Okay. Vielleicht machen wir dann Goretzka noch zum Spielmacher. Vielleicht klappt das besser. Ich weiß es nicht. Hazard macht gute Fortschritte, aber Joa Eden Hazard, der Bruder, ne? 13 Spiele diese Saison bei uns. Das ist in seinem Notendurchschnitt. 3,16. Beuth und Barrios. Naja, den Rest machen wir im nächsten Spiel. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Könnt ihr einen Daumen nach oben geben, wenn ihr wollt, dass wir aufsteigen wollen. Denn ich brauche eure Unterstützung. Ihr merkt, es hängt gerade so ein bisschen durch. Und ja, irgendwie muss sich was ändern. Müssen wir mal gucken, was wir hinkriegen. Und ja, alles andere sehen wir im nächsten Part gegen Karlsruhe, den ich auch noch mache. Obwohl ich schon längst aufhören wollte, seit einer Stunde. Aber egal, für euch ziehe ich das noch durch. Ja, danke fürs Zuschauen. Könnt ihr Kommentare schreiben, ob ihr einen Transferwunsch habt, denn dann mache ich erstmal wirklich endgültig Pause. Kann dann so ein bisschen auf eure Feedbacks eingehen, aber wenn ich nicht alle eingehe, dann müsst ihr es mir verzeihen, weil ich habe jetzt Zeit aufzunehmen und deswegen kann ich nicht unbedingt warten, bis ihr da die Kommentare schreibt und bis dahin habe ich bestimmt schon dann neu aufgenommen, aber ich versuche mein Bestes, also haut ruhig in die Kommentare eure Wünsche an Transfers und ich würde mich bedanken, wenn da welche kommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.